Hallo, wir sind wieder da, natürlich mit ausgesuchten Top-Tipps, nur für Sie. Der Tipp des Tages. Bevor der große Wirbel losgeht. Ja, ganz schnell noch ein Hinweis. An diesem Wochenende, liebe Zuschauer, ist es soweit. Der Tipp, den wir dafür vorbereiten, dürfte viele von Ihnen interessieren. Wir müssen Sie doch informieren. Und los geht's. Peace and Justice gesagt. Wir machen mal wieder Gorminister und Bing gesagt. Ja, Prostata tiralala. Ne? Oder so auch. Dies und das gesagt. Prostata! Erzähl uns ganz schnell, worum es heute geht. Wir haben ja keine Zeit, ne? Nee. Ja, Freizeittipp wieder, ne? Der Gorminister, der Mario und ich haben da was für euch. Wer es noch nicht kennt, die Dokon. In der Eissporthalle Dortmund, neben der Westfalenhalle, ganz einfach zu finden. Oder Goldsaal, besser gesagt. Ja, der Goldsaal, genau, eigentlich gegenüber vom Goldsaal am Rosengarten. Ja. Nicht so kompliziert, ihr habt alle Internet, könnt ihr nachgucken. Auf jeden Fall findet endlich wieder die Dokon statt. Nach wie vielen Jahren Pause? Ich glaube 5 Jahre Pause. Ne? Die Seuche war ja dabei, die hätten jetzt wahrscheinlich auch schon ein richtiges Jubiläum mal wieder. Wie vielte ist das überhaupt? Die 6. glaube ich. Die letzte war die 5-jährige. Ja, ne? Da ich meine, das ist jetzt 6. 666 Number of the Beast. Dazugesellen und so, ne? Ja, müsste die 6. sein halt, ne? Ja. Und ja, also ich kann euch nur sagen, kommt da hin. Was erwartet uns denn da? Für jemanden, der noch nicht also, da war. Stimmt, du warst nämlich noch gar nicht da. Nee, noch gar nicht. Ja, kriegt der Sterne-Cosplayer, also Vereine, die meisten. Der Imperator Thomas ist, glaube ich, Imperator Thomas ist vom Start halt. Ne? Also da sind einige, glaube ich, die eh wieder für gemeinnützige, machen ja eh fast alle für gemeinnützige Sachen halt. Ne? Genau. Ja, ich denke, dass da, ich glaube, das war auch immer so, dass da vom Eintrittspreis oder der gesamte Dingserlös geht halt immer an die Kinderferienparty. Aber gut, dass du es erwähnst mit dem Eintrittspreis. Da punktet die Doku nämlich, die kostet am Tag 12 Euro und wenn du beide Tage, also Samstag und Sonntag, hingehen willst, dann kostet es 20 Euro. Ach cool, ich will beide Tage hin. Aber 20 Euro für zwei Tage? Ich dachte, die wären jetzt auch 15 Euro vielleicht. Nein, dann doch schon. Nein, zwei Tage 20 Euro. Das war ohne Scheiß, das ist nicht so groß, das hat so Größe von der, wie von der Los Amigos. Falls das nicht kennt, könnt ihr hier bei allen die Videos gucken. Ja, aber ja, bei Nintendo, bei Kampfmaschine, bei allen, bei Boomer. Chris Damon, ja, überall. Genau. Und das ist halt schön, weil du hast halt, also erstmal kriegt der Sternevereine, du hast aber auch die Ghostbusters dabei, Resident Evil Leute, Walking Dead Leute waren halt immer da halt, ne? Dann kommen natürlich auch so an Besuchern. Kommen auch Masters Cosplayer? Nee, komischerweise habe ich bis jetzt, auch in den letzten 15 Jahren oder so, wo ich auf The Cons gehe oder so, ne, oder intensiver, immer nur auf Masters Cons wirklich Masters Cosplayer gesehen. Hm. Ich wüsste jetzt nicht einmal, dass ich... Stimmt, auch auf der Comic-Con oder so hast du das gesehen. Ich glaube nicht. Also sehr wenig. Oder Movie Days früher? Sehr, sehr wenig. Also vielleicht mal ein. Aber die meisten sind so die aktuellen Themen. Also da ist auf jeden Fall auch geil, weil es ist halt, die Leute kennen sich halt auch so, also die lernt man schnell kennen. Mhm. Das ist ein super Haufen, das macht immer sehr Spaß, da mal wieder Leute zu sehen, die man ja nicht gesehen hat oder auch länger. Hatten wir doch auch das letzte Mal, als das war, weiß ich noch, da sind die ganzen Sturmtruppler zum Zebrastreifen gegangen, haben den Zebrastreifen besetzt, haben die Leute angehalten und haben so weiterfahren. Da sind immer geile Moves halt so, gerade auch für Fotos schießen halt, ne, mit den Kostümierten halt, so gerade in dem Rosengarten da und was weiß ich, so, das ist geil. Wie gesagt, du hast auch Taschengeld mit. Ja, ich nehme nur wieder ein kleines Budget mit für Bier. Nein, Quatsch. ein, zwei Püppchen eventuell halt. Ne? Also da ist jetzt auch nicht so Übermaß an Händlern halt so. Weil das ist halt mehr eine Vereins, so eine Vereinsweste von den Vereinen halt und so. Ach, wie das im Landschaftspark. Obwohl, ja, aber ich sag mal, was war da Verkaufszeug die letzten Jahre? 20%? Ja, maximal. So 3-4 Leute, die was verkaufen und der Rest ist halt. Ja, abhängen, eine gute Zeit haben, Cosplayer sehen, ein Bierchen Fotos machen, trinken. Film mal, ne? Sehen und gesehen werden einfach. Ja, aber es macht halt Spaß, weil es ist ein geiles Feeling so halt, ne? Ich hoffe, dass wie Klassentreffen. Ja. Unser Zylone auch dabei ist halt, ne? Dass man den mal wieder sieht so. Ach ja, genau. Ja, ach, da steht ja auch noch was aus. Ja, Holger halt. Der war früher auch mein Stormy. Mit dem haben wir schon viel Spaß gemacht. Oh! Wir müssen weg. Das Imperium ruft Dokon. Tschüss. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten.